So, auf geht's nach Customs. Wir brauchen Schrotflinten von armen, unschuldigen Skeffs. Ei, ist ihre Schuld, wenn sie die Schrotflinten für sich horten. So, dann schauen wir mal, wie Customs so geworden ist im PvE-Modus. Wenn aktuell Bosse drauf sind, dann habe ich schlechte Karten. Boah, hat mich mein eigener Schatten erschreckt. Seit wann spawne ich denn im... Hier. Fast im Van. Hat mir doch niemand Süßigkeiten angeboten. So, Full Auto ist angestellt. Paranoia hat gewonnen. Ich habe es nochmal überprüft, obwohl wir nicht gestorben sind im letzten Raid. So. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Oh, VHS. Ab nach unten. Mal hier was Wertvolles. Und teilweise gibt es das auch. Elektromotoren liegen auch ab und zu hier. Sieht aber jetzt höchstens nach Schläuchen aus. Na gut. Dann gehen wir mal in das Gebäude da. Nicht in das, sondern in das links daneben. Haben da eine Chance auf eine Grafikkarte und ein bisschen was Wertvolles. Und auf Scavs. Oh, hört ihr schon? Da sind PMCs. Er hat eine Granate in der Hand gehabt. Ich glaube, die wollte er werfen. Jetzt mal schauen, wo die gerade schießen. Das ist unsere Chance, was zu reißen. Scheiße. Dazu müsste man halt wissen, wo die sind. Ich höre nichts mehr. Sehe gerade auch nichts. Vielleicht waren die weiter hinten. Wir gehen jetzt mal hier rein, in der Hoffnung, nicht zu sterben. So viel dazu. Sind nicht gestorben. Das war ein PMC. Hat er noch einen Freund? Hat er. Rechts neben mir. Müsst noch einen Freund haben. Ich höre rechts ein. Sollte halt nicht pushen, aber. Okay, keiner da. Merkwürdig. Wie teilweise biert mit dem Soundcard. Was höre ich denn für einen Scheiß? Splint gegen die komische Sicht hier. Da oben ist einer. Der Arm kann erstmal abbleiben. Solange wir genügend Munition haben, ist alles in Ordnung. Was ist das? Ich habe keine Arme. Kommt einer? Arsch. Nehmen wir mal die Waffe. Das nehmen wir auch mit. Jetzt gleich nachklicken. Er hat halt einen guten Rucksack. Glaube ich zumindest. Ja, richtig gut. Kommt einer. Nein. Wir gehen nach oben und klicken nach. Alter Schwede. Stoppen. Das ist echt nicht ohne, wenn so viele kommen. So, die ist nearly full, das ist gut. Full Auto, gut. Dann heile ich mich wohl wieder hoch.
So, das ist erstmal gut genug. Achso, wenn ich gleich dabei bin, klickt man mal nach. So. Jetzt sind wir gerüstet. Beziehungsweise noch. noch nachladen. Jetzt sind wir gerüstet. Visier nehme ich mit. In die Jacke schaue ich rein. Schmiga ist, glaube ich, eine Gesichtsmaske. So. Da unten liegt nichts. Tetris. Wertvolles Tetris. Also nicht so wertvoll, aber wertvoll genug. Und wir haben RAM. RAM an den Feind. Ernsthaft? Ich habe letztes Mal ohne Rüstung gespielt. Wie ist das gut gegangen? Oh, die Tür sollte nie zu sein. Die ist eigentlich immer offen. Schauen wir mal gleich, was dahinter ist. Vielleicht eine Überraschung. Fragezeichen, seltener Schlüssel. Machinery, doch nicht so selten. Okay, keiner drin. Komisch, komisch, komisch. Tube. Na schade, manchmal liegt hier auch ein Grizzly einfach so rum. Aber wir haben zwei Medizintaschen mit bisschen Glück. Das war keins, das war keins, das war auch kein Glück. Ah, wir haben zumindest eine Splintladung wieder sichergestellt. Und Karlok B hilft gegen Blutung. Das mal auf die 4. Ansonsten bräuchte man auch so ein Master Kit mal. Kabel sind auch nicht verkehrt. So, scheiße, jetzt muss man da wieder runter. Seh nix, seh nix, seh nix. Hör nix. Was macht ihr zwei denn da? So. Komm schon. Hast doch bestimmt ein paar Magazine für mich. Und Zucker. So, den fass mal auch an. Helm, warum nicht? Er hat bestimmt Granaten. Ja. So kommt man die guten Granaten. Habe ich doch noch nicht alle gelootet. So, hier liegt teilweise grüne Batterie rum. In dem Fall jetzt nicht. Die lassen wir einfach da. Oh, wir sind ziemlich schwer. Ich würde auch sagen, wir müssen Richtung Exit. Ah, ich wollte bei den Skeps ja schauen, ob sie die Schrotflinte dabei haben. Was ist das denn? Ich glaube, die Skeps waren hier ganz schön am... Das A-Fragen nehme ich doch gern. Ah. Das dürfte eher das Magazin sein. Bisschen merkwürdig das Ganze. Na gut. Ab mit uns. Glaubt, das sicherste ist jetzt hinter Dorms zu gehen. Also da irgendwie raus. Da hinten ist einer. Aha. Fuck. Einfach hier durch. Du fetter Arsch. Boah, ey. So. Wir nehmen jetzt die gescheite Waffe.
laden nochmal nach. Und dann mal raus aus der Gefahrenzone hier. Und dann wieder rein an die Gefahrenzone, sobald wir Richtung Dorms kommen. Ah, hier ist ein ganz guter Platz, um den Thorax mal hochzuheilen. Ich glaube, wir haben sogar noch einen Stash auf dem Weg. Von der Seite finde ich ihn öfter, von der anderen aus nicht. Ne, der Stash müsste eigentlich da spawnen. Bin mir da fast sicher. Uiuiui. Also, was nehmen wir für ein Exit? Wenn es geht, den Vehicle Exit, aber der ist kaum da. Smugglers Boot auch kaum. Ja, dann können wir Crossroads nehmen. Ruaf ist gefährlich. Was ist denn das für eine Soundkulisse? Brutzelt irgendwas. Na, Ruaf können wir schon nehmen, aber da... Achso, es regnet. Das ist tatsächlich ein wahrer Fun Fact, dass wenn man Regen in Filmen oder so hört, dass das hauptsächlich gebratenes Hühnchen ist. Also die Mikrofon das dann praktisch ab, was man in der Pfanne brät. Also könnt ihr euch jetzt vorstellen, dass das hier gebratene Hühnchen sind, denen ihr gerade zuhört. So, da oben ist auch ein Stash, aber ich glaube, den können wir vernachlässigen. Jetzt habe ich leider die Schrotflinten noch nicht bekommen. Ich tue mal ein bisschen was für die Ausdauer und lauf kurzzeitig langsamer. Ach, die bellenden Hunde, die sie eingeführt haben, irritieren mich auch immer noch. So. Sniper ist da oben. Solange mich nicht sieht, ist alles gut. Alter! Haben sie immer noch nicht gefixt, dass Sound teilweise nachleckt. So. Hier ist auch öfter mal, glaube ich, ein USB-Stick in der Tasche. Kraken braucht man, glaube ich. Firesteel wertvoll. Gut. Und Kudura war dieses Textilzeug. Braucht man nicht unbedingt jetzt später irgendwie zum Craften oder zum Tauschen. Ja, aber jetzt wäre es egal gewesen. Weiß gar nicht, warum ich rechts hier den Stacheldraht auslöse. Der ist doch viel höher. Ja, was? Vielleicht habe ich so einen hohen Rucksack jetzt, der da was macht. Vehicle Exit ist da. Würde ich sagen, warten wir. Dann warten wir doch einfach. Kann höchstens was von oben oder von rechts kommen und aus den Fenstern schießen. Das wäre mir alles nicht so recht. Wäre schön, wenn das hier auch mal klappen würde. Wenn der Vehicle Exit schon da ist. Und deswegen nehme ich immer Geld mit. Auch wenn man eine Minute auf den warten muss. Ah, Regen macht es echt schwer, Fußstapferchen zu hören. Okay, man muss sich nur beschweren, der Regen hat aufgehört. Ich höre nix. Bitte komm jetzt nicht raus und schieß mir ins Gesicht. Sieht gut aus. Wir haben's. Jetzt haben wir's. Ach ja. Und wir sehen besser aus denn je. So, wir haben zwei Bärs ausgeschaltet. Na, immerhin. Ich habe das Gefühl, wir haben nur einen gelootet. Naja, kostet nicht so viel Geld, da heilen wir uns doch gerne für. Vor allem, wenn irgendwie der Nachschub an Grizzly Medical Kits ein bisschen fehlt. Dafür könnte man eigentlich auf Lighthouse gehen. Die Map kenne ich, ja, besser als Ground Zero. Aber da werde ich so leicht erschossen, zumindest im PvP-Modus. Im PvE war ich noch nie da.
Also, Tetris und VHS hätten wir. Tetris verkaufen wir, wenn das was wert ist. Genauso wie Fire Steel. Cricket brauchen wir für Hideout. Die brauchen wir für später. Kudura auch für später. Ich mache irgendwann Ordnung im Zeitraffer, keine Sorge. So, erstmal hier rein sortieren. Doppelt sortiert ist halb sortiert oder irgendwie so. Energien kann ich auch verkaufen. Die Maske ist eine meiner liebsten. Leider können wir die bis zu einem späten Level gar nicht kaufen. Zucker behalten wir auch. Bringt nur was auf dem Flohmarkt und bei PvE bin ich mir nicht mal da sicher. Zur Not können wir was craften. So, VHS kommt in die Junkbox. Glaubt, das braucht man für irgendwas irgendwann mal. Ich weiß, das ist eine klasse Aussage. So, jetzt ist da schon mal alles geklärt. Den Machinery Key lassen wir hier. Den großen Rucksack behalte ich tatsächlich jetzt mal an. Ich würde noch versuchen, eine Loot-Runde auf Woods zu machen und das entsprechend für euch so zu schneiden, damit es möglichst spannend ist. Spannend, ob mir das gelingt. Ich würde es gerne mal ausprobieren. So, die Afaks sind, naja, schon ein bisschen ausgelutscht. Deswegen würde ich sagen, ich nehme noch ein frisches mitnehmen. Nehmen wir mal Propital mit. Ja, was soll's, frisches. Frisches Afak und frische Munition am besten. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Da haben wir noch. Da haben wir doch noch. So langsam haben wir aber nicht mehr. Wirklich nicht? Oder habe ich die gute Munition, will ich halt jetzt nicht verballern. Das macht keinen Sinn. Also Link Search und Ammo. Aje. Und $1 kostet der Scheiß auch noch. Wie viel Dollar habe ich? 1000. Na gut. 60 Stück. Also fast $1 kostet es. Rein damit und zum Nachklicken. Rein damit. Achso, da hätte ich noch was gehabt. Oh, ist jetzt blöd. Verbrauchen wir die billige Munition zuerst und die kommt in die Munitionskiste. Gut, dann probiere ich mal. Oh, ich bin jetzt schon zu schwer. Dann kommt das Afak hier raus. Das kommt auf die 4. Das kommt. Das kommt auf die 4, das kommt auf die 5. Level 3. Ich bin halt schon relativ. Egal, ich probiere es trotzdem auf Wutz. Davor muss ich was fressen und was saufen. 100. 100. Achso, wir wollten noch verkaufen. Therapist, Quest abgeben. Auch fast vergessen. Nach Tagesquest. Wunderbar. Okay. Saliva. Aber nicht Found in Raid. Doch, Found in Raid. Klasse. Oh, Receive All. Dann können wir der gleich zwei davon geben. Habe ich nur eins. Ach, das andere habe ich in Panzer gesteckt. Und das ist immer noch nicht aufgetaucht. So, die Shotguns und... Okay. Trotzdem Therapist, Trading, Sell, ja, Chlor können wir verkaufen, Factory Map können wir verkaufen, Energien bringt nicht viel und Tetris 80.000. Hey, wir haben fast wieder die Million. Das ist schön. FMJ, oh Gott, die können wir gleich verkaufen. Wo ist Prepper? Oh, wo ist Mechanic? Ja, nimm die Munition, die brauche ich echt nicht. So, hier unten sieht alles okay aus. Zielfernrohr kann auch momentan weg. Die AK behalten wir. Die Munition auch. Wunderbar. Jetzt haben wir schon ein bisschen was verkauft. Also, ich probiere mich mal auf Woods. Bin gespannt, wie es rauskommt. Wir nehmen morgens. Jö, eine Loot-Runde. Eine Loot-Runde kommt sofort. Hoffentlich. Hoffentlich haben wir auch einen guten Spawn.
Scheiße, ist das noch dunkel. Wir sind beim Skiff Village. Das ist ein guter Spawn. Na also. Irgendwo müsste hier ein Stash sein. War der nicht immer da? Ah, ich habe immer Probleme, den zu finden. Vielleicht ist er heute auch nicht da. Die Büsche sehen hier aber auch so gleich aus. Ah, das ist, glaube ich, der richtige Baum. Der ist ja, ja. Komm zu Papa. Was ist denn das? Ein PX ist eine Waffe, die kenne ich. Aha. Aha. Armor-Stil. Ja, stimmt, die Armor-Platten, damit hatte ich aber noch relativ wenig zu tun, tatsächlich. Spannend, spannend. So, Skeff Village voraus. Und noch keine Skeffs da. So soll das sein. So muss das sein. Will ja auch eine Chance haben, hier heil wieder rauszukommen. So, schon wieder am Arsch. Da gehört sie nicht hin. Schritte. Okay, Skeffs sind hier. Nein, der hat auch keine Schrotflinte. Hast du irgendwas Gutes? Nö. Auf zum Wodka. Ist zwar nicht richtig geladen, die Grafik hier, aber ist trotzdem 15.000 wert. Dann komm halt her. Da hinten ist er. Sehen leider nicht besser. Ist, glaub, nach hinten gerannt. Ja, ja. Hat der ein Mundwerk? SP7? Ich glaube, die sind gar nicht so schlecht. So, erstmal ein bisschen sichern. Tushonka und Hot Rod. Und so einen Schuss nehmen wir auch mal mit. Boah, weiß gar nicht, warum es hier nicht geladen hat. Ah, und den kümmern wir uns noch. So, Granatenkistchen. Werfen wir mal eine, was? So. Ein Iskra. Ein Warmage. Ultra Nosler, was sind das für ein Ding? Welches Kaliber? 76251. Kenne ich nicht. Oh, Master. Pliers, bisschen Zangen. Echt komisch mit der Grafik gerade. Und das hier lädt auch nicht. Ah, das kriegt sich schon wieder ein. Ein Hose, wir brauchen den doch. So, dann haben wir hier aber alles abgegrast. Dann müssten wir eigentlich weiterziehen. Beziehungsweise da ist noch so eine Toolbox. Da ist gerade nichts drin. Lockt man die mal weg. Oh, PMC sind hier. Irgendwo da habe ich sie gehört. Scheiße. Könnten wir vielleicht die Stellung halten? Sehe ich nichts. Die waren eindeutig da. Irgendeine USEC-Stimme.
Keine Granaten mehr. So ein Mist. Ich glaube, wenn wir schnell rennen, hätte man eine Chance. So, jetzt sind wir zumindest schon mal hier. Ja, rechts von mir Schritte. Jetzt nicht mehr. Gehen wir mal der Sache ein bisschen auf den Grund. Ich wollte zwar looten, aber schießen macht ja auch Spaß. Angriff ist die beste Verteidigung. Hab ihn gesehen. Zum Schluss habe ich ihn gesehen. Okay, wir haben... Und haben ordentlich gelitten dabei. Ich hoffe, ich habe noch ein Magazin. Ja. Ist doch alles gut. Wir sind doch schon wieder geheilt, dank des Afax. Zumindest jetzt. War das ein gewöhnlicher Skef? Irgendwie fieser gewirkt. Nee, das ist ein Jusek. PMC, auf jeden Fall PMC. Naja, 46. Die Bots sind auch komisch. Uslik. Lasse ich mir nicht nochmal entgehen. Wir schauen gleich wieder vorbei. Wir frühstücken noch kurz das Haus hier ab. Oh, ich glaube, ich bin viel zu voll. Ich habe irgendwie ein schwer atmen gehört. Deswegen hätte man das versichern sollen. So 46 Kilo. Das ist nicht leicht. Wieso geht die Tür nicht auf? Das ist neu. Flechette. Okay. Oben gesichert. So, dann fassen wir unseren toten Kumpel nochmal an. Und dann würde ich tatsächlich hier rausgehen. Mit dem Vehicle Exit. Boah, ja, Ausdauer. Was haben wir denn noch? Ausdauer ist eher am Arsch, ah fuck. Schrot, Schrot. Gut. Ich glaube nicht, dass die so wertvoll ist. Nehmen wir trotzdem mal mit. Besser haben als nicht haben. So, da hinten ist schon unser Ausgang. Tja, nicht die Loot-Runde, die ich im Sinn hatte, aber hat doch auch funktioniert. Und wir haben eine Schlick. Das freut mich. Kann's kaum erwarten, dass mich ein Skef dann wieder aus 200 Metern im Kopf trifft. Dass er weg ist. Schön, dass das so gut geklappt hat. Ja, ja, ein Jusek haben wir umgeballert. Mit mehr Skill, als ich mir zugetraut hätte. Ja, apply die 21 Dollar Hammer. Dann schauen wir mal, dann schauen wir mal. Also wieder... Inventar Management Simulator. Das da kommt in die Junkbox. Alles, was sinnvoll ist, kommt in die Junkbox. Oh, und dann müssen wir ins Hideout. Wir haben doch letztes Mal. Ja, Wodka kommt da nicht rein.
Wodka verkauft man jetzt. So. Unload. Glaubt, das ist relativ gute Munition. Könnt gern kommentieren, wenn ich mich irre. So. Die Dogtags könnten auch in die Junkbox, aber das will ich im Moment nicht. Da kauft man andere für. So, Ultra Noise ist glaube ich nicht so. Wodka im Moment auch nur zum Verkaufen wertvoll. Iskra müssen wir irgendwann im Raid finden. Panzerplatte kann ich im Moment auch nicht gebrauchen. Pistole können wir verkaufen. Die Shotgun würde ich tatsächlich gern behalten erstmal. So, die Afax da oben. Wie viel wiegt denn sowas? Oh, doch. 800 Gramm. Interessant. Und die MPX kann natürlich auch raus. So, dann einmal verkaufen. Therapist und wahrscheinlich Rackman. Dann kriegen wir wieder 1.100.000. Hammer zusammen. Das ist fantastisch. Es geht wieder aufwärts. So, was zahlst du mir für die Armor? 7.600. Boah. Dafür mache ich mir Mühe. Naja, Handbuch und ab ins Hideout. Und was können wir machen? Illumination. Na, auf jeden Fall. Dafür haben wir es eingesammelt. Und Heizung. Zweimal Streichhölzer. Gern geschehen. So. Ist doch alles gebaut. Workbench, was brauche ich? Ah, habe ich noch nicht. Zweimal Bowls muss ich finden. Ja, Flohmarkt haben wir noch nicht freigeschalten. Das passiert ab Level 15. So. Kapital geht noch, das geht noch. Ja, das ist ein bisschen leer. Glaub, da muss ich gleich wieder nachkaufen. Hätte ja keiner ahnen können, dass ich das so gut überlebe und die Waffe noch habe. Machen wir mal 120. Oh, ist das teuer. So. Naja. Muss nicht schmecken, muss wirken. Obwohl, ich glaube, die gar nicht so gut wirken. So, Pistole, wie viel wiegst du? Oh, das ist eigentlich wertvoller Loot. Immer dadurch mitnehmen können. Das Messer lassen wir auf jeden Fall auch hier. Ich würde dann tatsächlich sagen, ich probiere es nochmal auf Woods. Jetzt aber mit Slick. So, jetzt erwarte ich aber Bitcoins und Goldketten im Überfluss. Und nicht so viele Feinde, die mir meine Slick wieder runterschießen. So, wo sind wir? Ah, wieder. Scav Village. Ja, immer dieses Dash. Ich weiß das nur in Relation zu dem Auto. Ah, Mist, diesmal habe ich keine Granaten mitgenommen. Poxeram. Wir gehen aber jetzt in die andere Richtung. Ins Sunken Village. Und dann können wir meinetwegen noch in Bunker. Vielleicht nehmen wir dann den Vehicle Exit. Ah, schauen wir erstmal, was vor uns so los ist. Da liegt ja das gute Zeug. Vielleicht finden wir auch Moonshine, das wäre klasse. Jo, nicht die ganze Ausdauer verballern. Waffe ist geladen, oder? Ein Glück, ja. Wäre nicht das erste Mal, dass ich alle Magazine lade. Nur, dass das in der Waffe steckt, nicht. Aber hey, passiert glaubt den Besten. Das muss ich mir zumindest einreden. So, vorsichtig hier. Können immer Scavs sein oder PMCs, die hier kreuzen. Also ein PvP-Modus auf jeden Fall. Diesmal ist noch alles schön ruhig. Ich glaube, das täuscht und ich werde gleich abgeknallt. Ah, das finden wir ja dann gemeinsam raus. Geh mal wieder in die olle Hütte hier. Na shit, meine Ausdauer ist echt nicht das, was sie schon mal war. Wie im echten Leben, so im Spiel. Gute erfrischende Milch. Her damit. M62, her damit. D-Fuel, her damit. A nur 20.
Ist egal. Auch hier hat die Grafik gerade nicht gescheit geladen. Das tut mir leid. Da gebe ich aber eher Tag auf die Schuld. Dass das Interieur nicht schön aussieht. Boah, der Busch hat mich aber umgedreht. Komisch. Hey, RRLP. Das ist die Munition, die ich gerade drin habe. Gleich sogar im richtigen Kaliber. Dann können wir die in die Waffe stecken. So, theoretisch ist da oben, ja, oben auf dem Hügel auch noch ein Stash. Ach, was soll's. Treibt uns ja keiner. Den schauen wir uns an. Falls ihr noch nicht wusstet, dass da einer ist, könnt ihr es dann danach erfahren. Okay, gar nichts. Aber gar nicht gut. Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer. Milch saufen. Hey, das ist die richtige. Ja, ja. Naja. Auch 90 Dollar wert, was? So, Stash, Stash, Stash. Irgendwo direkt in der Kurve beim ersten Busch. Also man kommt hier hoch und der erste Busch zur Linken, der gerade nicht da ist. Doch, da ist er. Da ist der Stash. Ich mag Stashes. Sieht wie eine Waffe aus. Scaff-Feste. Aber scheiße, brauche ich nicht. Brauche ich später. Ich glaube, irgendwie kann man die gegen was Gutes eintauschen. Ah, da sind wir noch lang nicht. Dass wir die Trader auf dem Level haben. Ach, hier war ich ja schon drin. Geht da jemand durchs Wasser? Stirb. Da ist tatsächlich jemand durchs Wasser gegangen. Hat so Schlup, Schlup, Schlup Geräusche gemacht. In dem Spiel weiß ich echt nicht, ob ich was höre oder ob das Paranoia ist. Ja, wunderbar haben die Texturen hier geladen. Das ist ja ein Träumchen. Max Energy. Granate. Ananassaft. Ich brauche doch den Vita-Saft. Denn Vita-Saft gibt Vita-Kraft. So, ab ins Boot mit uns. Nix drin. Schade. Kätzchen. Nehmen wir mit. Oh. Was soll's. Katze im Inventar bringt Glück. Hoffentlich mir auch. So, nächster Punkt ist wieder der Kultisten-Cycle. Passt. Links keine Feinde, passt. Und Kultisten-Circle. Passt. Noch eine Katze. Ja, gibt's das. Zwei Kätzchen. Wie gesagt, hier könnt was liegen, was sehr klein, aber sehr wertvoll ist. Deswegen nehme ich die immer mit. Boah. Hat der Bush mich schon wieder erschreckt? Ist doch gar nicht mehr Präsident der USA. Da ist nix. Katze! Ich habe jetzt genug Kätzchen. Hätte auch was anderes Wertvolles gern. Ja. Diese scheiß Ausdauer. Die mache ich mal normal. Ach, beinahe dieses Boot vergessen. Ne, nix drin. Leider nein, leider gar nicht. Na, wir könnten auch Outskirts raus. Aber ganz ehrlich, wir haben nicht die Ausdauer, um arg viel mehr Loot aufzunehmen. Ja, schon wieder jemand im Waschplatz
Wasser plätschern. Ich glaube, da habe ich mich diesmal verhört. US, was soll's? Na gut, Scav-Bunker machen wir aber noch. Scav-Outpost. Sonst lohnt sich's ja auch nicht. Man muss ja hier in dem Spiel auch gierig wie sonst was sein. Und das bezahlt man meistens teuer. Nämlich indem er eigentlich mit gutem Loot, den er schon hat, ordentlich erschossen wird. So, keine Ahnung, was mit meinem Aim war. Getroffen habe ich nichts. Hat auch keine Schrotflinte. Boah, ich glaube, ich muss mein Spiel mal neu starten bei den ganzen Ladescreens hier. Grubel! Wir können ja wieder einen Vehicle-Exit nehmen. Noch Schritte? Hoffentlich war das nur das Inventar-Suchgeräusch. Irgendwie nicht ganz geheuer. Gleich ist oben ja wieder ein BTR. Wir können uns dann zumindest transportieren. Keiner voraus. Also BTR sehe ich auch nicht. FM kenne ich nicht. Chainletter, was soll's. Ist nur 6000 wert. Normalerweise lasse ich die liegen, aber da ich noch keins mitgenommen habe, seitdem ich mein PvE-Account resettet habe. Das ganze gute Zeug. Das ganze gute Zeug. Wurst. Es geht um die Wurst. Rattencola. 10.000 Rubel. Wodka. Auch genügend Rubel. Und was auch immer hier drin ist. Tube. Seife. Und wir grenzen wieder an den 50 Kilo. Boah, der hat auf mich geschossen. Vielleicht kommt er ja. Hab nicht die Ausdauer, um mich mit dem wirklich anzulegen. Ah, ich muss unbedingt meine Sachen mal versichern. Kann ich auch mal wieder ein bisschen was wegwerfen, was hoffentlich wieder zu mir zurückkommt. Amin. So, wenn wir schon hier sind, schau mal in den Scav-Bunker und dann geht's raus. Wir regenerieren keine Ausdauer mehr. Nichts leichter als das. Wir saufen Ananassaft. Ich glaube, wir sind gerade so an der Grenze gewesen. Oh, die Magazine haben aber auch einen interessanten Grafikbug. Ne, wir regenerieren immer noch keine Ausdauer. Oh, was schmeißen wir weg? Die Kätzchen sind jetzt auch nicht so viel wert. Auch da, was man hat, gibt man eigentlich nicht mehr her. 48,2 RRLP. So. Wir brauchen unbedingt die Injektoren, die die Stamina erhöhen. Generell brauchen wir da ein bisschen mehr Skill, was unsere Stamina angeht. Schritte. Interessiert uns jetzt im Moment nicht. War nur ein Scav. Boah, ungewöhnlich, dass hier das Licht aus ist. Was haben wir denn, was haben wir denn? Keine Wertgegenstände, nicht mal hier unten. Doch, weißer Punkt. Katze! Ja, leck mich am Arsch.
Oh, das ist doch mal ein Beutezug. Kondensmilch, Kondensmilch. Ah, ich bräuchte eigentlich noch mal Kondensmilch. So. In die Jacke habe ich geschaut, ja. Ist auch teilweise wertvolles Zeug. Zucker. MRE. Und jetzt gehen wir raus. Aufpassen auf unser Freundchen hier links. Wenn er denn da ist. Keine Ahnung, wo der hingewandert sein soll. Also. Kurz anfassen. Der hat leider auch keine gute Schrotflinte, von denen wir noch zwei Stück brauchen. Glaub, irgendwann können wir die auch, wenn wir die Workbench haben, können wir die tatsächlich auch herstellen. So, die Ausdauer geht klar wieder runter. Haben wir jetzt ein ganzes Kätzchen mehr. Boah. Dann schleppen wir uns doch mal so zum Ausgang. Wir nehmen den Vehicle Exit, wenn er noch da ist. Ja, ist er. Wieso ist das Fragezeichen raus? Nicht, dass das irgendwie PMC AI jetzt mein Ausgang nimmt. Weil dann komme ich nicht mehr nach Outskirts. Zumindest nicht mit dem ganzen Loot. Wir tragen einfach zu viel. Ich hab's gewusst. Ja, das lief doch für eine Loot-Runde. Boah, nur Skiffs abgeballert. Und aha, Level 7. Messenger. Hey! Das von meinem Panzerausflug ist angekommen. Muss man gleich einsortieren. Also zumindest, hier dieses O-Scope, das verkauft man erstmal nicht. Das behalten wir. Das Lever geben wir Therapist gleich. Okay, die Munition verkauft man auch. Kondensmilch, Rattencola, Morphin behalten wir. Suppressor verkauft man. Im Moment kann es ja eh noch nicht gescheit randingeln. Akzeptieren. Wunderbar. So, die Katzen können wir auch verkaufen. So, das kommt dahin, das kommt dahin. Katze, Katze. Katze, Katze, Goldkette, Kondensmilch, Kondensmilch und Wodka. Verkauft man sonst noch was an Therapist? Nee, ich glaube nicht. So, Chainlet kommt in mein Schmuckkästchen. Ach, hier wäre nochmal Rattencola gewesen. Ist egal. Max Energy, die tun wir einfach so mal rein. Poxeram, Schlauch, Seife. Dickeres Schlauch. Keine Ahnung, warum der Helix heißt. D-Fuel braucht man garantiert auch demnächst für irgendwie Generator oder so. So, RRP, gute Munition. Gute Munition. Gute Munition. Ja, das sieht doch ganz okay aus. Wunderbar. Dann müssen wir noch kurz was trinken. Ein. Und was essen. Ein Tushonka und ein Hot Rod. Dann machen wir unseren Charakter noch kurz fertig für die nächste Runde. Dann geht's auf Customs. Ich glaube, da haben wir einfach die besten Chancen, die Schrotflinte zu finden. Wir könnten allerdings auch auf Factory gehen, aber da traue ich mich noch nicht so. Vor allem nicht mit der Slick. Wir gehen nach Customs erstmal. Wir haben, glaube ich, ein bisschen Tasks noch zu tun. Operational, ich dachte, hier heißt Optional. Ist egal. Und irgendwann gehen wir dann auch auf Streets of Tarkov demnächst. Genau, ich würde sagen, der ist gerüstet. Die brauchen wir auch nicht im Moment. Wunderbar, ist alles da.
dann kann es theoretisch weitergehen, nachdem wir alles verkauft haben. Das will ich natürlich niemandem vorenthalten. So, 322.000. Guckt mal, wie viele Moneten wir wieder haben, die hier irgendwo im Inventar rumliegen. Und wie gesagt, irgendwann muss ich im Zeitraffer das mal aufräumen, aber nicht am Ende von der Episode. Na gut, das wär's für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.